Heinrich VI. Konnte mit dem Lösegeld für Richard Löwenherz einen Feldzug nach Süditalien finanzieren. 1194 wurde Heinrich nach dem Tod seines Konkurrenten im Dom von Palermo zum König von Sizilien gekrönt. Einen Tag später wurde sein Sohn geboren. Er erhielt vorerst den Namen Konstantin, wurde dann aber auf Roger und Friedrich umbenannt. Er war als Friedrich II. Der letzte staufische Kaiser. Die Eltern waren zuvor 9 Jahre lang kinderlos geblieben, was Gerüchte beförderte. Auch deshalb hat die 40-jährige Mutter Konstanze ihren Sohn öffentlich auf dem Marktplatz in Palermo geboren. In spätmittelalterlichen geistlichen Spielen wurde dann gezeigt, dass die Mutter des Antichristen ihren Sohn so gebar. Die staufische Herrschaft in Sizilien konnte gesichert werden. Die Kontinuität in Deutschland musste nun gewährleistet werden. Von 1195 bis Sommer 1196 konzentrierte sich Heinrich darauf. Allerdings verweigerten die deutschen Fürsten die Wahl des Sohnes Friedrich. Ebenfalls gelang es ihm nicht, Deutschland in eine Erbmonarchie zu verwandeln. Erst im Dezember 1196 erfolgte die Wahl Friedrichs II. Zum König. Nun konnte Heinrich VI. An einen Kreuzzug denken, allerdings kam es in Sizilien zu einem Aufstand. Er ging brutal vor. Sizilische Geiseln in Deutschland wurden geblendet, die Adelsprivilegien kassiert oder überprüft. Hinrichtungen folgten. Am 28. September 1197 starb Heinrich VI. In Messina an Malaria. Er war 31 Jahre alt.